Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück im Labor. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute allerdings mit der Fäule am Start und wer aufgepasst hat, der weiß auch, welcher Tag heute ist. Und der weiß auch, dass am Montag natürlich wie immer der Mori-Montag ins Haus steht. Wir haben heute folgendes Setup dabei. Ich habe Ruin dabei. Ich habe, habe gehört, dass hier Leute oben sind. Folgen wir denen mal unauffällig. Hallo. So. Ich renne mal hier hinterher. Also sogar noch den Hit bekommen. Okay, schönes Ding. Hallo. Oh. Ja, das war jetzt irgendwie ein bisschen unglücklich für dich, Lori. Muss ich zugeben. So, hier bleiben wir mal eben stehen. Die ist sogar hochgegangen. Oder ist jemand anders nach oben gegangen? Nee, die Lori. Ah, doch, da hinten ist sogar noch wer. So. Mal schauen. Ja. Die rennt durch. Und das dürfte es jetzt gewesen sein. Einmal kurz checken, ob sie hart im Nehmen ist. Ist sie nicht. So, bevor ich den aufsammle, bekommst du noch einen Hit. Und dann, ich sammle mal eben so auf. Ich glaube nicht, dass die jetzt so wahnsinnig ist und mir hier nochmal in die Quere kommt. Aber man weiß ja nie. So. Hallo. Nächster Hit ist wieder drauf. Oh, Leute, hier haben wir aber jetzt hier. Kriegen wir einen guten Flow rein? Gefällt mir auf jeden Fall. Hallo. Wie kann ich Ihnen helfen? Ah, was macht sie denn? Springt mir in die Arme. Nice. Gut, die Palette nehmen wir weg. Also, Mori Montag. Die Kanalmitglieder haben sich für die Fäule entschieden. Und Grüße gehen raus an Jessie, die zu mir so meinte, ja, die Fäule, die war doch noch nie dran. Und dann dachte ich mir, ja, komm, dann packen wir die Fäule mal rein. Und die Leute haben sich tatsächlich für die Fäule entschieden. So schnell kann sich also alles ändern. Jesse, was sagst du jetzt? Jetzt hatten wir die Fäule. Gut, Leute. Wo sind denn? Ich habe jetzt nicht aufgepasst, leider. Da hinten waren sie sogar. Dann lass uns mal schnell rüberrennen. Ich habe mir mal gespart, das Wallhack-Addon mitzunehmen. Ich glaube, dass wir hier so auch schon ganz gut dabei sein sollten. Hat da gerade jemand? Ich dachte, hier wäre noch jemand reingegangen. Hat da gerade jemand irgendeine Beschissenheit dabei gehabt? War die Lori das oder wie? Könnte mich auch vertan haben. Vertan sprach der Hahn und stieg von der Ente. Ah, ne, es war nicht die Lori. Ah, die ist hart im Nehmen, offensichtlich. So wie es jetzt gerade aussah. Okay, jetzt ist natürlich die Frage. Ah, komm, ich mache euch mal wieder glücklich. Man kennt's. Tunnelpunkt-Exe wurde erfolgreich gestartet. Und wir töten dann einfach direkt den ersten Survivor. Ich glaube, dass wir gerade durch die Kombination von Ruin und Unsterblich auf jeden Fall genügend Zeit haben sollten, uns mit den anderen Survivern zu befassen. Von daher ganz entspannt bleiben. Also das setzen wir mal eben hier. Machen wir mal kaputt. Und dann gibt es hier nur einen Ausgang. Hallo? So, sie rennt durch. Der andere ist nach oben gerannt. Würde ich auch nochmal gerne einen Hit verteilen. Hallo auch an dich, Lori. Ich würde sagen, die Lori. Aha. Schauen, ob ich. Nee. Hatte gerade die Hoffnung, dass ich sie nochmal da erwische. Hallo? Mann! Meine Kurvenlage war auch schon mal besser. Die andere da doch eigentlich sich heilen sehen und dann habe ich die falsche Entscheidung getroffen. Bin falsch rumgerannt. Naja, gut. Okay. Ah, guck mal da hinten. Die wissen schon, dass ich. Oder was heißt, die wissen? Aber die haben scheinbar schon die Vorahnung, dass ich Dingens dabei habe. Nurses Calling. Also sie könnte ich jetzt auch schon killen, aber sie sammeln wir mal eben auf. Einfach nur, um noch ein paar zusätzliche Blutpunkte zu generieren. Wir haben den
zweiten Generator gerade hier, der uns um die Ohren geflogen ist. Ah, wie gesagt, wenn die nur noch zu dritt sind, dann ändert sich die Dynamik des Spiels natürlich auch nochmal. Und dementsprechend hoffe ich doch mal eben, dass das hier alles noch funktionieren wird. Hallöchen auch an dich. So, hier drüben ist jetzt natürlich aufgegangen. Ah, nächster Gen ist fertig. Können wir eben hier... Nee. Gucken, ob ich sie... die Person hier erwische. Scheinbar nicht. Mann, dass ich auch nicht einfach die... Leute weiterverfolge, die ich schon verfolgt habe. Keine Ahnung, was da mit mir los ist. Mal schauen, vielleicht rennt die mir rein. Nee. Ach man. Ist die andere mitgerannt? Ah, das ist schon... schon bitter, wenn man sich irgendwie immer falsch entscheidet, wa? Ach, die eine... Hallo! Was? Wo bin ich jetzt gerade gegen gefahren? Ach man! So, die Mac kriege ich aber noch. Yes. Oh, die hat sogar noch gezogen. Nee, nee. Ich glaube, du solltest lieber rennen statt gleiten. Und ich hoffe, die Lori wird jetzt aufgesammelt, dass ich noch ein bisschen hier herauszögern kann, dass ich tatsächlich das pinke Mori dabei habe. Sehr nice. Da steht sie doch wieder, siehst du wohl. Okay. Da hinten heilen die sich. Hallo! Ich bin's, Friends. Okay, die haut ab. Die hat auf jeden Fall Objekte Beschissenheit dabei. Sonst würde ich sie ja nicht die ganze Zeit sehen. Ich glaube, die war auch noch nicht am Haken, ne? Die Lori war ja am Haken und unser Barbecue ist noch nicht vollständig. Also, was schließen wir daraus? Dass sie hier noch nicht am Haken gewesen ist. Ist mir richtig schön reingerannt. Da vorne war die Lori übrigens. Könnte also jetzt sonst... Oder ich lasse die Lori jetzt nochmal eben helfen gehen. Okay, wenn hier die Kratzspuren sind und ich niemanden sehe, die vielleicht über mir, oder? Ne, über mir ist sie auch nicht. Dankeschön, das müsste die Lori gewesen sein. Würde jetzt tatsächlich aber, wenn ich die sehe, die Leute, nochmal sie kurz wegtunneln. Zum einen, vielleicht hat sie einen Strike, wenn ich Glück habe, und zum anderen, sie kann halt nochmal an den Haken ran. Und die Lori nicht, deswegen passt mir das ganz gut. Zusätzliche Blutpunkte. Ab in meine Tasche mit euch. So. Nächste Person am Haken. Ja, ihr merkt, ne, wie das Spiel halt wesentlich einfacher wird, wenn wir halt nur noch drei Gegner haben. Hallo? Ich weiß gar nicht, warum ich immer noch weiter renne. Ich komme hier um diese Kurven sowieso nicht rum, offensichtlich. Nächstes Mal wieder das Lenkrad anschließen. Und ich könnte hier auf jeden Fall hier noch den zweiten Hit, beziehungsweise den zweiten Haken verpassen. Das wir einfach jetzt mal versuchen sollten. Ich folge ihr auf jeden Fall erstmal. Man kann ja hier relativ gut die Blutspuren verfolgen, sogar wenn man so blind ist wie ich. So, hallo? Ah! Ja. Frag mich mal, warum ich das probiert habe. Keine Ahnung. Keine Freunde. Keine Hobbys. So, ein Sterbliches weggegangen. Da hinten rennt sie. Ist sie hier drin? Nee, ist wieder raus. Also mit der Fähigkeit hier ist die Map irgendwie nicht ganz so geil, muss ich sagen. Oder ja gut, ich meine, ich spiele ihn auch echt selten, ne? Kann auch einfach sein, dass ich mal wieder ein bisschen häufiger hier mit ihm spielen muss. Oh, das hat sie gut gemacht. So, warte mal, was ist denn jetzt mit dir? Du durftest doch jetzt nochmal an den Haken ran, ne? Oder? Leute, sagt mir nicht, dass ich es wieder verkacke.
glaube, jetzt müsste ich jede Person zweimal am Haken gehabt haben. Ja, da siehst du wohl. Okay. So, mein Ruin ist übrigens weg. Da könnten wir jetzt ja anfangen, auch richtig Gas zu geben. Und anfangen, die Leute zu töten. Es sind ja auch nur noch zwei Generatoren, also von daher sollte jetzt nicht zu sicher hier werden. Person abgehauen oder nicht? Ja, ist retten gegangen scheinbar. Okay, dann kommen wir doch mal rüber. Hallo! Dich will ich nicht, ich will die andere. Rennst du mir sogar rein, ey. Ich dachte schon, dass es mal wieder vergebene Lebensmühe gewesen wäre. So, die gute alte Lori. Dann wird hier natürlich wieder zerstört. Und dann würde ich sagen, das nächste Mori ist am Start. Grüße gehen raus an die Kanalmitglieder. Das ist nur für euch. Die anderen Leute gucken bitte weg. Danke. Ah, herrlich. Ah, da siehst du wohl. Wieder ein Problem gelöst. So ein kleines Survivor-Problem hatte ich hier. Aber zum Glück hat der Kammerjäger diese komische, widerliche Fäule mitgebracht. So, ich renne mal eben rüber. Schauen, ob hier nochmal jemand... Nein, hier war keiner in der Zwischenzeit dran. Die drei Generatoren hier liegen gar nicht mal so verkehrt. Die liegen immerhin in der Linie. Der hier ist am Arsch der Welt. Ah, hallo. Da habe ich endlich mal die richtige Entscheidung getroffen. Ich glaube, die andere war gerade übrigens oben. Okay. Oh, sie ist rüber. Tja, macht man nichts. Das Schöne auf der Map ist halt, dass einfach gefühlt alle Paletten unsafe sind. Und du die einfach nicht wegnehmen musst. Kannst sie einfach liegen lassen, gefühlt alle Paletten. Ein Großteil der Paletten. Also ich würde sagen, bestimmt 80 bis 90% der Paletten hier auf der Map kannst du erstmal eine Jagd drumherum ruhig führen. Weil das wirklich oftmals der Fall ist, dass du durch ganz simple Mindgames die Leute schon erwischt. So, jetzt ist natürlich die Frage. Oh, wo ist die Luke? Und die Antwort ist, hier ist die Luke. Dann würde ich sagen, ich nehme die mal weg. Jetzt habe ich natürlich das gleiche Spielchen wie gestern. Ihr erinnert euch. Spuren. Aber diesmal deutlich bessere Chancen. Nein, das gibt's doch nicht, ehrlich nicht. Oh, die haben doch hier einfach aufgehört. Ist sie nach oben gerannt dann? Könnte sein, dass sie nach oben gegangen ist. Ja, da ist sie. WTF. Das war interessant. So, und auf der Map jetzt... Auf der Map sollte jetzt sogar ich wieder die Spuren finden. Ja, na siehst du wohl. Okay, Leute. Ich glaube, sie hatte ja keinen Schlüssel dabei. Dementsprechend... Sollten wir das ja wohl hinbekommen. Ist die Lücke? Ist sie wirklich in den Raum rein? Okay. Da habe ich jetzt gerade nicht mit gerechnet. Warum ich ihr nicht straight hinterher renne, fragt ihr euch. Ja, freue mich auch. Okay, Sekunde. Ist sie jetzt hier wirklich rein? Das wäre so stumpf irgendwie. Ah, vielleicht... War das sehr gut. Wieso folge ich ihr nicht einfach? Ich gönne euch keine 4 Moris, Leute. Jetzt ist raus. Jede Woche fragt ihr euch aufs Neue, warum. Gibt es nur 3 Moris? Tja, weil ich einfach nicht gönne. Ich renn mal los. Hier ist sie nicht. Ich meine, wir kriegen sie... Oh! Fuck, come on! Gib mir das Mori noch! Scheiße, da ist sie! Komm, schnell, schnell! Leute, Leute! Los, gib! Yes! Oh mein Gott! Oh mein Gott, like für dieses 4. Mori. Ja? Grants ist doch ein Gönner, ha? Ja? Oh, oh, knapper kann man Leute nicht töten, ey. Was zur Hölle? Oh mein Gott, ey. Habe ich die Folge aber gerade noch im letzten Moment gerettet, ne? Eieiei, die Fäule, meine Freunde.
Und ja, Jägerkategorie haben ganz wenig Punkte gefehlt, damit wir hier eine perfekte Runde runtergespielt haben. Ich meine, gut, den einen haben wir natürlich auch wieder direkt aus dem Spiel genommen. Und das ist halt immer so die Geschichte, ne? Wenn ich dann am Anfang jemanden schnell rausnehme und die nur zu dritt sind, dann hat man das Spiel meistens relativ gut dadurch dann unter Kontrolle. Wenn ich dann auch noch so eine starke Kombination dabei habe, wie Ruin und Unsterblich, ist es natürlich nochmal ein bisschen einfacher für mich. Aber ich mache das immer ganz gerne am Mori-Montag, damit ich halt eben genügend Zeit habe, um mit meiner Beute zu spielen. Und guck mal, die haben dann jetzt auch relativ viele Blutpunkte bekommen. Die sind nicht rausgekommen, wurden auch alle gemorit. Aber ist, glaube ich, trotzdem eine angenehmere Runde für die Survivor, als wenn sie halt dann immer direkt Haken tot. Haken tot ist halt irgendwie auch nicht so spannend. Ich glaube, das haben wir alle schon durch, die mal Survivor gespielt haben. So, Leute, ja, wenn euch die Folge gefallen hat. Ach, ihr habt ja eh schon Like gegeben, alles klar. Brauche ich das ja nicht mehr sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr am Start gewesen seid. Vielen Dank natürlich an die Kanalmitglieder für die Unterstützung und fürs fleißige Abstimmen beim Mori Montag. Danke an Tossi, Melanie Packard und Granini für den krassen Support. Ich bin raus, Leute. Und wenn ihr Bock habt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Haut rein!